So, wir haben heute Samstag. Hier. Oder da, weiß ich nicht. Wir haben heute Samstag, den 31. August. Wir haben gut benächtigt in Friedrichsbrunn. Und sind auch relativ, ja, nicht zu früh, aber wir sind, glaube ich, so gegen 7:30 aufgestanden. Ne? Da haben wir fein gefrühstückt. Und jetzt sind wir hier in Blankenburg und wollen mal zu dieser Warte hochlaufen. Ich habe es schon wieder vergessen, wie es heißt. Das werde ich dann sicherlich gleich rausfinden. Es hat die Nacht gewittert. Es ist recht angenehm jetzt von der Temperatur her. Bedeckt. Ja. Und wir wandern dann mal hier den Berg hoch. Tschüsschen, mein Süßes. Bauen hier überall noch, ne? Sicherlich geht es hier diesen Weg hoch, mal geradeaus ist es nicht. Es kann ja nur hier hoch sein, prinzipiell. Auf am Eichenberg nach Westen starten, dann wenden. Was? Wieso wenden? Das wird schon richtig sein. Dann rechts abbiegen. Wenden, dann rechts abbiegen, das geht nicht. Wir können nur hier hochgehen. Ach, wir haben das auf Auto gestellt, Raimund. Wäldchen, oder? Ach, hier ist es schön, ne, Joy? Und hier können uns auch... Da oben geht doch schon einer mit dem Hund spazieren. Ich krieg eine Krise. Da oben gehen Leute mit dem Hund spazieren. Oh, am frühen Morgen. Hoffentlich ist der Hund auch an der Leine. Warte mal, dir... Ne. Ist das ein Freilaufender? Ich kann nicht. Ich nicht meinen Hund. Doch, da kommt, da oben ist jemand. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist wirklich frei. Und das am frühen Morgen. Pferde da oben im Wald. Ich habe gedacht, wir sind allein. Ist nicht gut. So meniskusmäßig. Okay, soll ich das so nehmen? Ich meine, wie schlecht ist denn das? Hast du dein Handy noch? Ja. Wir sind noch richtig, ja? Ich dachte, wir sind ja am frühen Morgen allein. Wann sollst du da hier losfahren? Du weißt ja nur nicht. Nicht richtig? Nee. Ich gehe so rum. Ja gut, so rum kann er nicht gehen. Es muss hier hochgehen. Mach mal aus und dann eine Kehrtwende. Hä? Da vorne ist ein Wanderschild. 25 Minuten. Mal sehen, was am Wanderschild dran steht. Kann ja nur das sein. Oh, jetzt zeigt es wesentlich länger. Wir sollen zurückzugehen. Im Ernst? Ich sehe ja nicht. Zeig mal her. Nach Südwesten. Ich gucke noch mal auf meins. Weil hier sind wir eben hochgekraxelt. Kann man gar nicht sehen. Also ich werde bestimmt mal kein Bergsteiger. Nee. Dann auf Mount Everest noch die Beine gezogen und noch einen riesen Rucksack ab. Sie haben mir aber auch kein Vergnügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was das für ein Berg ist. Ja. Nee, Tütchen wäre auch nicht ganz angebracht. Aber die Warte steht doch. Wilhelm Raabe Warte, hier steht es ja, doch. Ja, auf meinen Dings, auf den Google-Ding sah es auch aus, als wenn da oben ein Parkplatz ist. Aber wiederum war es dann auch nicht so ausgeschildert. Das hier drin, das ist nicht da. Ja. Ach, guck, hä? Fährt sie den Berg hoch? Ja,
Die fährt nicht so steil hoch, die kommt von irgendwo. Aber es geht ja trotzdem steil hoch. Was ist denn das für eine Eisenbahn? Und die gibt es bestimmt nicht mehr. Diese zu Ostzeiten die Bad haben, was fahren die denn da ab? Das war doch ganz wichtig, Zeug, was die brauchen. Weiß ich gar nicht. Ja, das ist richtig. Das war vorher schon, das ist wahr. Guck mal. Was ist das? Zeig mal her. Aber hier geradeaus. Warte mal. Kommst du auf die Straße? Wilhelm Raabe. Ach, ich will probieren. Das hast du nicht angefangen. 200. Ah, da gehen wir das Stückchen noch hoch. Wenn ich es schaffe, ist das ja nur eine ganz, ganz kleine Ecke. Oh, ich muss jetzt. Hoffentlich haben die keinen Hund. Das ist ein Haus. War ich auch der Meinung. Es ist auch zu, aber man darf es nicht betreten. Es ist alles zugemauert. Ja, meiner Meinung nach kann man den Turm nicht hoch. Nur für geladene Gäste. Jetzt nach Kakiron, hier hat einer Bäumchen neu angepflanzt. Ja, das ist auch ein Lost Place, aber ganz offensichtlich ist das so wie bei dem anderen, was wir da mal hatten, dass das irgendjemand macht und es mit Führungen macht oder irgend sowas, keine Ahnung. Oder einfach nur aus Gag, der das so angeschrieben hat. Die Witze sehen mal solche schönen Dinge haben und irgendwo kann man reingehen. Es ist dämlich, dass das mal alles zu ist. Da haben sie hier so Ausguckstürme und. Ja, das ist ein. Das. Jetzt kann man den die Straße runtergehen. Wo wir hergekommen sind, da läuft die Straße lang. Ja, runter zu gehe ich sicherlich lieber die Straße, weil das ist ein bisschen. Ja, ist echt eine Sauerei. Ja. So wunderschön Sicherheit. Ja, das haben die mit den anderen Dingern auch gemacht, auch in Sondershausen. Mit den Spatenbergturm, der war vor ein paar Jahren noch offen.
sind wir in Blankenburg und wollen mal zum Kloster Michaelstein nochmal. Haben wir anders angehalten wie sonst, ne? Ja, wir haben den Fahrzeug irgendwie anders gemacht. Das ist die Regensternmühle, haben wir auch schon lange. Ja, das ist richtig. Das hatte ich zu Atte gesagt, wenn wir damals zu diesem Zoo in Westerhausen fahren. Weiß ich gar nicht mehr, wo haben wir da geparkt? Bei der Mühle. Wenn es hochgeht zum Regenstern. Ja, einfach da oben. Und sind dann. Also ich meine, anfangs sind wir immer in Richtung Schießstand gefahren, wo uns dann nochmal einer vollgesützt hatte. Also wir sind dann den ersten Weg hochgefahren, der dann links abging. Und dann haben die da gesagt, dass man da nicht parken soll. Und dann haben wir dann einfach an der Straße geparkt und sind dann quer runtergegangen. Hier ist doch aber nicht mehr viel los. Ist doch nicht mehr ja, so doll aus. So also ich weiß das schon. Ja, na klar. Das war damals nicht so, ne? Nee. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie man da zu den Teilchen kommt. Ja, stimmt, wir sind von der anderen Seite rein, wo so eine Fischgaststätte war oder so. Ja, wir machen unten irgendwo, wo Bäume sind. Ja, das haben die alles neu gemacht. Musikmaschine. Ja, Joy. Ja, wir haben hier sehr viel Müll gemacht. Stimmt. Hinten gar nicht. Nee. Weil ich, wie gesagt, ich weiß nur, dass wir da gegenüber von dieser Fischgaststätte angehalten haben. Dann sind wir noch an diesem Klosterding vorbeigegangen hier, wo das Museum ist vom Kloster. Und dann sind wir irgendwie nach links abgebogen. Nein, das war wie gesagt 2016 so. Ja? 16, 17, ja. Irgendwann im Herbst hat man damit angefangen. Wir sind doch den ganzen Winter rund im Harz. Ja, hier sind wir immer vorbeigegangen, definitiv hier und an dieser Gaststätte. Und dann geht es dann da hinten zu den Teichen. Ja. Hier oder da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wenn es denn sein muss. Ja, aber da kann ich das ja nicht. Konnte ich das hier nicht. Dann komm, Joy. Joy. Komm her. Das ist ja süß hier, das Ding. Guck mal. Hier irgendwo lang gehen, ne? Ja. Raimund, bitte. Aber.
Ja, mein Gott, dann war ich. Na, ich bin einfach nur schockiert, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Nach dem Mittagessen. Raimund, du weißt, wie unser Geldbeutel aussieht, ne? Weißt du noch, was der aussieht? Nach unseren aufgepackten Brötchen von heute Morgen. Essen wir was. Ich denke mal, das ist momentan für unseren Geldbeutel nicht so toll. Das ist richtig. Man sollte sich das gönnen. Ja, ja gut. Aber ja, aber sie gönnen sich aber auch nichts anderes. Ne? Also wenn die jetzt wirklich nur diese Restaurants abklappern und nie mal in Urlaub gesehen haben oder so. So, hier ist die Gaststätte da hinten, die Fischgaststätte, und hier sind die Fischteiche. So terrassenförmig angelegt. Sorry. Ja, muss ja. Die haben das ja bestimmt von hier. Da kommen so Wellen. Die holen ihre Fische bestimmt wirklich aus diesem Teich heraus. Ja, da gehen wir hier einmal so rund und wieder raus. Und dann ist sicherlich auch die Frühstückszeit vorbei. Bei Schniebelschnei. Kann man ja hier unten lang gehen oder wolltest du durch den Wald? Ich hörte, der Wald gehört wahrscheinlich gar nicht dazu, ne? Hier unten. Ja, an dem Teich. Na, da oben bin ich sicher wieder raus. Das ist richtig. Komm, Baby. Sieht ganz so danach aus. Oh, das riecht gut. Das ist ja gemein. Das ist so gemein. Das riecht ein bisschen nach Fischstäbchen, ne? Fisch. Ist eigentlich auch hier, kann man auch schön wandern, ne? So um die Teiche drumherum. Ist ganz schön hier. Das gemeinsame Singen, das hätte ich auch nicht verpassen wollen, du. War nicht so verletzlich, oder was? Ich weiß jetzt nicht, was das für Damen waren. Hier kommst du nicht auf das Ohr, was ich schon wissen. Ah. Also muss man, oder von da aus, nee. Wenn sie zu ihm rumgehen, hätte es vielleicht doch stehen weiter. Na, dann gehen wir noch das Stückchen ein bisschen weiter. War ja nicht so sehr weit weg. Nee. Ich würde gerade sagen, es wäre ein schöner Gondelteich. Ja, hier müssen wir drüber gehen bei diesem Wall. Ja, du kannst da mit Willi lang laufen. Ja, das ist mit Sicherheit schön hier. Kannst du auch bei wärmerem Wetter machen. Ich hab bloß gesehen, immer. Naja, das muss man mit etwas verbinden. Früher war das scheiße, da hätte man immer Geld für sowas. Muss immer einen Eintaucher in die Jöcke vergessen. Ja. Aber, da wir sowieso mal vorhatten, das mit dem Tierpark in Westerhausen zu machen. Der Harz hat wirklich unglaublich viele schöne Ausflugsziele. Das findest du nun schon anders. Wo Wellen sind. Wir hatten damals da unten das eine Becken voller Fische. Das war aber heute leer. Und dann wiederum ist er völlig aufgekratzt und richtet sich auf hier unten lang. Ja, ich so einen Teich wieder zurück.
Joy! Joy, hier lang. Können wir nun auch essen fahren. Hunger habe ich jetzt bekommen. Und es ist ja noch was anderes, was wir uns heute angucken wollten. Da brauchen wir hier jetzt keine riesen Runde zu drehen. Aber es war schön, sich das mal wieder angeguckt zu haben. Heute können wir aber nicht in der Gaststätte rein. Heute müssen wir es uns... Mit Joy können wir nicht da rein. Nee. Hier ist irgendwas, was mir am Halse kratzt. Du musst aufpassen, dass du nicht am Halse kratzt. Ja. Mit dem Schiffs. Weißt du, wo wir uns mal so ein Ding mitgenommen haben? Ja. Dann platzte die Kacke auf. Das war so ein Scheiß. Ja. Hier sind die Schiffe. Stimmt. Ja, das war ein großer Karpfen, wie es aussah. Der Vater ist sehr still. Ich finde das so ungerecht. Ja. Die können so alt werden, wenn man sie lässt. Hallo? Dafür schwimmen die aber hier rum. Papa. Dass sie irgendwann in der Pfanne landen. Ich finde das furchtbar. Ja? Die sind so süß. Ja, ja. Hier sind noch Entchen. Die Enten sind ganz skeptisch. Ist das niedlich? Ist das süß? Die sind so süß. Nochmal lieb zu meinen Fischchen. Guck dir das an. Hallo! Ja, die denken, die kriegen jetzt Futterchen. Da schmeißen bestimmt viele Leute was rein, ne? Ist das hier an, der hat ja auch ein bisschen Brot mitgebracht. Da wollen so Futterchen haben, die Süßen. Da habe ich irgendwo in dem Handy noch ein Bild, wo ganz viele von denen in den Becken waren. Feini! Aber Massen! Guck mir das an. Es tut mir leid, dass ich das geahnt hätte. Wir können schon reinschmeißen. Meine Zoll. Ja, Karpfen fressen keine Hunde. Nee, es sind keine Piranhas. Nee. Das würde ich auch nicht machen, mein Sohlchen. Die haben so süße Gesichter. Goldfische sind ja auch eine Karpfenart, ne? Da. Ja, und fein. Ja, dieses längliche, das war mal voll mit solchen Karpfen. Seid ihr aber groß hier. Ich finde es trotzdem gemein, dass die gegessen werden sollen. Ja, ich bin ja da. Du bist richtig. Fein. Jo, prima. Ihr seid so süß. Ja. Wie sich zanken. Niedlich.
So, jetzt sind wir hier in Ihrfeld, hinterm Sportplatz. Ich filme gerade. Und wir wollen dann jetzt hier mal zu den Bierstein laufen. Der ist nicht an dem Platz, ist das meine? Ja, meine steht da dazwischen. Na, Joy? Zu den Bierstein. Mhm. Da scheint es aber doch anders überlegt zu haben. Ich sehe ihn jetzt nicht nochmal. Nee, ich stehe in Aschbecken. Aber ich stehe hier noch ein paar Meter davor. Ich denke mal, jetzt haben wir nach langem Wandern und Suchen und Verlaufen den richtigen Weg zum Bierstein gefunden. Ja, das war jetzt anstrengend. Dadurch, dass wir uns dann noch extrem groß verlaufen hatten, mehrfach, einmal in die falsche Richtung zurück, dann wieder in die falsche Richtung zurück, weil da dran stand, da stand was von Biersterne dran, aber es war halt nicht der richtige Weg. Und es ging dann auch plötzlich nicht mehr ab. Plötzlich stand es nicht mehr dran, also war völlig blöd. Wenn ich jetzt James Kelly nicht, oder James nicht angerufen hätte und dann mir das gesagt hätte, da hätte ich gezweifelt, ob wir so weit hochgelaufen sind das letzte Mal. Aber jetzt sind wir ja richtig. Ja, toll, hier geht wie so ein das Lüftchen hier um, ne? Ja, ja. Und da vorne ist dann der Bierstein. Na, du sollst doch gucken, ich kenn's ja schon. Ich würde ein Foto von dir machen. Bisher ja kann Joy mitgehen. Hier vorne ist er gleich, aber da an der Stelle, wo es dann ab... Will ich auch nicht hin. Da ganz in die Ecke, da gehe ich nicht hin. Da bin ich das letzte Mal schon nicht hingegangen. Nee, Joy, du bleibst jetzt hier. Kelly hat auch noch auf den Steinen gesessen. Ja, da gibt's keinen anderen Weg hoch. Da weiß ich nicht, wo der andere hinführen sollte. Da schöner Lost Place. Nee, fein, mach die Buschi Buschi. Ich hoffe, dass keiner mit einem großen Tier kommt.
Raimund. Ich filme gerade. Joy. Ja, du stinkst bis hierher. Doch. Ach, das ist wirklich, da will ich auch von hinten. Hier, guck mal da rein. Das ist ein Loch. Nee, das ist ein Wölbekeller. Na ja, ein Loch. Willst du noch mal was trinken, soll ich? Weil bei den Teilchen kann man nicht gut trinken. Das ist keimiges Wasser. Willst du trinken, soll? Joy? Schau mal mit. Joy, geh mal runter. Joy, komm mal her. Komm mal mit. Wir sind Kelly und James das letzte Mal durchgelaufen. Nee, aber rutschig. Wird erst weiter hinten dann nachher. Eigentlich so richtig schön wird er erst noch ein Feuersalamander. Hier raucht er. Siehst du das? Das ist unten mit Zigaretten. Hier an den Felsen. Ja, hier liegen. Da sind wir mal an der Stelle. Da sind wir mir jetzt mal erzählt heute. Ja, gut, wenn du da hier hochkletterst. Das ist natürlich nicht ohne. Wir hatten die Teiche auf der Seite, da habe ich auch noch Videos von gemacht. Und dann hier noch ein Stückchen hin ist dann links der Feuersalamander. Ah, da sind wir definitiv nicht lang bei der Kuh. Das hier sind alles so komische Teiche. Die Säu, die Säu. Komische Steinzeug, ja? Das ist das Gelumpe hier, was von den Felsen. Das kannst du doch nicht trinken, Zoe. Da kannst du nicht hin. Pfui. Komm hier. Oh, sie wollte gern. Ich weiß ja nicht, ob das dreckig ist. Es sind vor allen Dingen Wasserlinsen hier, ne? Meinst du? Sind das nicht Wasserlinsen? Oder war eben ein riesen Dingsbums? Eine Libelle. Ich habe mein linken Handgelenk Probleme. Aua. Nicht so? Geh? Ja. Mal früh nie geht sie, Mann. Ich glaube, die Schuhe brechen heute noch durch. Es fühlt sich schon wieder so locker an, obwohl ich die doch festgestellt hatte. Geh runter. Ja, ja, da kannst du lang gehen. Kleine Zoe. Wer quietscht da?
5 haben sie dabei. Ach Mann. Läuft er frei? Dann guck erst mal. Die war schon voller Blut. Ja, die muss sehr schnell gehen. Sehe ich auch.